1970 bis 1971 Schlagerlegenden wieder am frühen Sonntagabend in Berlin auf der Bühne. Und die Mädels von Tosa Mollis, die bringen uns jetzt die Awards hier natürlich auf die Bühne. Und ich darf die, was mich sehr, sehr stolz macht und sehr, sehr ehrt, an die Künstler weitergeben. Der Smart Award für Randolph Rose. Randolph, mein Lieber. Dann aber den primären Teilnehmer der ersten Hitparade vom 18.01.1969. Peter Wolloff. Ausgezeichnet auch für die Live-Tournee des Jahres. Michael Holl! Alle weiteren Premierenteilnehmer der ersten Hitparade. Der Smart Award für den Schlagergott, der Göttliche, Christian Anders! Yeah.